ich bekomme in spätestens 2 Wochen meinen Geotrag. In Real jetzt, wohlgemerkt. Das hat weiter der Stream noch gar nicht gesetzt. Ja, weißt du das Stream? Hä? Dürfte ja eigentlich nicht wissen. Ich glaube, du hast noch nicht keinen Stream erzählt. Geotrag? Ja, ich bekomme. Ich glaube, das Team weiß nämlich auch nicht drauf. Und Matze, weil wir auf dem Farmcourt waren. Stimmt, ne? Ja, und ich habe ein Bild gesehen, hast du. Jetzt? Ne? Jetzt will ich eine Erklärung haben. Ja, aber das war nicht der Geotrag. Das war, glaube ich, einfach nur von der Messe jetzt gerade, ne? Genau, das war auf der Riedermesse, wo ich gestern war. Der Stream leckt ein bisschen, schreibt er. Da ist ein Stier losgerannt, habe ich irgendwo gesehen. Sicher, dass das. Ja, das sieht nur so aus. Aber bei mir läuft das Team flüssig. Ja, also ich habe jetzt auch keine Einbußungen, Gott sei Dank. Ich habe mir schon was gemacht. Ja, wahrscheinlich. Ja, also kurz zur Erklärung. Ich habe auf der FarmCon ja den David Lindner getroffen und kennenlernen dürfen. Er ist ja auch der Mann, der uns hier das als Team Lindner, ich zeige sie bewusst in die Kamera, weil ich das Jersey anhab, also das Team-Shirt, uns das Ganze in der FSL ermöglicht und uns quasi als Sponsor unterstützt. Und ja, beim Essen, wie es der Teufel so will, schnackt man ein bisschen miteinander. Und ich habe so zu ihm gesagt, hey, ich muss ehrlich mal was sagen. Ich fahre schon seit Kindertagen einen alten Lindner 1500, ja. Ein wunderbarer Traktor. Ich glaube, das kann man allgemein sagen, ältere Traktoren sind halt einfach unverwüstlich, ja. Einfach geil. Und ich sag das so, ich will aber auch mal gerne einen neuen Geotrag fahren, weil es mich mal interessieren würde, weil ich es einfach mal wissen möchte, wie sich ein neuer Lindner fährt quasi. Und er so, das ist kein Problem, können wir gerne machen. Wie lange brauchst du denn? Und ich so, nee, ich meine das ernst. Und er so, ja, ich auch. ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat sich dann über das Gespräch hin so entwickelt, dass er gesagt hat, okay, pass auf, wir schicken dir einen Geotruck und du kannst dann einfach eine Zeit lang testen, kannst damit ein paar Arbeiten verrichten. Ich habe mir dann auch schon dementsprechend was organisiert. Holzarbeiten, Erzbewegungen werde ich auch probieren. Und ja, mal gucken. Einfach nur eine Vorführmaschine quasi. Ja. Ist relativ simpel, ist ja auch nichts Seltenes. Machen ja grundsätzlich Kaufinteressierte, sage ich jetzt mal. Aber bei mir ist ja kein Kaufinteresse, sondern da geht es halt einfach wirklich nur ums Probieren und ums, ja, Testen, sage ich jetzt mal, Testen. Ja, ich bin jetzt da kein Technikprofi oder sonst irgendwie redaktionell gebunden an das Ganze. Ich kann das einfach wirklich frei Schnauze in meinem Ermessen ausprobieren. Also mega geile Aktion von Lindner, wirklich, Freunde, mega geil. Und ich feiere das so hart und ich habe jetzt gestern das Ganze jetzt noch fixiert, war ich eben auf der Riedermesse, das ist in Oberösterreich, Ried im Innkreis, das ist immer auch so eine große Landwirtschaftsmesse, und habe da mir quasi auf dem Traktor noch eine, von ihm selbst, eine kleine, hoppala, was mache ich in meiner Angst, eine kleine Einschulung geben lassen, Funktion, ja, und die ganzen Knöpfe, was dies, das, Ananas sozusagen. Ja, dann haben wir das auch fixiert, welchen, das ich jetzt bekomme. Ein Geotrag 94 wird es werden, mit ein paar Ausstattungs Extras, wenn ich auch was zum Probieren habe. Das wird jetzt auch die nächsten 2 Wochen ungefähr mir geliefert. Ja, dann einen Dropblock anziehen. Yeah, ich hab zwar so gesagt zu ihm, ja, als Gegenleistung soll ich ein bisschen Video machen oder so. Und er so, nee, musst du nicht, ist alles okay, passt schon. Habe einfach Spaß damit. Aber ich habe schon eine coole Idee, was ich mache. Ich muss das aber noch abklären, weil es vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, in den einen oder anderen seinen Augen weird wirken könnte. Aber ich habe aufgrund von dem Video, was ich mir heute angeguckt habe, eine lustige Idee, wie ich das Ganze in ein Video verpacken könnte. Bin mir gespannt. Ich kann es ja ein bisschen antriggern hier. Nein. Oder anteasern, wie ich mir das vorstelle. Nur vielleicht, um eure Meinung dazu vielleicht ein bisschen sogar einzufangen. Wenn ihr daran Interesse hättet, wohlgemerkt. Das zu wissen. Oder wollt ihr euch komplett überraschen lassen? Das ist jetzt die Frage. Nein. Überraschen lassen ist cool. Ja, definitiv überraschen lassen. Jetzt bin ich gespannt, was der Chat schreibt. Ob überhaupt das schreibt und denkt sich so, halt einfach dein Maul. Die meisten haben gerade abgeschaltet und nachdem abgehoben. Genau. Wie gesagt, ich habe
wenige Chefs kennengelernt, die so cool drauf sind wie die Lindner. Jo, Dave, das kann ich nur so unterstreichen. Das ist tatsächlich so. Ja, ja. Im Chat ist wirklich scheißegal. Oder? Mach, was dir gefällt. Was dann willst du machen willst, ist die Schnuppe. Ich bin gespannt auf die. Okay, okay. Ich habe nur so früh jetzt hier dazwischen gefunkt. Okay, okay. Ne, zwei Mann zumindest freuen sich drauf und lassen sich auch gerne überraschen. Dann machen wir es einfach so. Dann machen wir eine Überraschung daraus. Also ich weiß jetzt schon, dass ich vorab Bilder kriegen werde, bevor das Video kommt, weil du das nicht abwarten kannst und eine Gruppe Bilder schicken. Da bin ich das weiß ich 200%. Das ist tatsächlich so. Also ich mache garantiert Fotos, wenn der LKW zu mir nach Hause kommt, hinten mit dem Traktor drauf. Ich stelle mir gerade bildlich vor, wie versucht der LKW bei dir auf der Einfahrt rauszukommen mit dem Geotrakt. Ich bin selber, ohne Scheiß, ich freue mich so drauf und ich hatte gestern echt... Ich war gestern ziemlich glücklich, auch da mal drin zu sitzen in dem Geotruck und auch wenn es nur auf der Messe im abgestellten Fahrzeug am Stand, also sozusagen nur mal das Feeling ein bisschen zu bekommen, das war schon cool, also. Also eins ist fix, wenn du mit einem großen Traktor fährst, fühlst du dich nicht so wohl wie mit einem kleinen. Nee. Das kommt auf die Straße an. Ja, auch. Für mich wird's allgemein Schock, weil, Technik. Ich jetzt. Genau, ich bin's. Nee, das ist kein Scheiß. Ich bin's nicht gewohnt, mit einem Traktor zu fahren, wo im Endeffekt so viel Knopfdruck funktioniert. Ja. Beim alten Lindner hast du überall Hebel und Schalter und Zapfel einlegen, da musst du so ein Dings runterdrücken, Handkupplung und so, das ist ja alles. Bim, drückst auf den Knopf und die Scheiße läuft an, was ich meine. Wenn dein Opa den nachher sieht, ne? Mm. Den will er gar nicht mehr abgeben. Ja, das Ding ist dabei, ich habe ein wichtiges Detail vergessen. Ich habe zum Lindner-Chef gesagt, das Ganze sollte eigentlich eine Überraschung werden für meinen Onkel und für meinen Opa. Die fahren selber schon über 20 Jahre Lindner, sind auch große Fans der ganzen Lindner-Traktoren, haben sich nie über die Jahre hinweg einen neuen angeschafft. Ist auch natürlich für normale Hausbesitzer eine große Investition, ich glaube, das versteht jeder. Und... Er sagte mir dann so, er findet die Aktion echt top, er findet das cool und ich will einfach meinem Onkel und meinem Opa ein bisschen was zurückgeben und habe halt das hier so eingefädelt. Es ist ja nicht nur für mich, sondern auch eben für die beiden, was ist jetzt hier kaputt? Lol. Auch für die beiden ein bisschen gedacht, damit die auch mal sozusagen einen ziemlich neuen Traktor fahren können. Opa und Onkel waren immer für mich da in den letzten Jahren, deswegen denke ich, ist das mehr als fair oder mehr als... Oder das Mindeste, was ich machen kann, um ihnen so mal eine Freude zu bereiten. Ja, und wenn du die Chance hast, das so zu machen, perfekt. Ja, absolut. Das war auch mein Gedanke dabei.